Was geht ab, meine Lieben? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin's wieder, euer Rudiverso. Und mit dabei ist... Ja, genau. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Und ich muss... Ich muss immer aufstoßen, ich weiß nicht warum. Ich muss manchmal aufstoßen morgens. Ja, mornings. Mornings muss ich manchmal aufstoßen. Ja, der Tag fängt an und ein paar Kleinigkeiten werden noch erledigt und dann sehen wir uns gleich nach dem Frühstück wieder. Bam. So Leute, das ist mein Frühstück. Was ist das, Alpro? Ist das? Das ist Kokos ohne Soja, also Kokos. Okay. Joghurt und ja. Vollkorn Bio Crunch. Okay. Von Edeka, ne? Von Rewe. Von Rewe. Ja, und was ist das da? Knuspriger Müsli? Das ist wohl Edeka. Aber das haben wir doch gestern zusammen gekauft. Ach so, das ist... Ach, okay, geil. Ja, da das ohne Geschmack, das mit Geschmack. Ja, geil. Und natürlich Jake Kaffee. Hey Rudi, lass uns heute wieder ein paar Erlebnisse machen. Ne, so redet Jake nicht. Okay. Ihr denkt, es wäre vorbei gewesen mit der ganzen... Sachen hier, was wir alles bestellen. Nein, da habt ihr euch getäuscht. Ja, natürlich nicht. Wir sind doch noch nicht fertig. Ja, natürlich sind wir nicht fertig. Leute, ich zeige euch mal was. Oh. Sabrina hat ein richtig, richtig geiles Regal bestellt, was ich wahrscheinlich 2023 aufbauen werde. Also Leute, bis später. Weißt du, was unzuverlässig ist? Weißt du, wer unzuverlässig ist? Guck mal, wie süß das aussieht. Das ist ein ja. Handnäpfel. Das... Leute, schreibt mal in die Kommentare. Mit Glatze sieht Sabrina besser aus, ne? Was ist mit dem Regal? Komm. Nein, das sieht gut aus. Warte, ich komme jetzt nochmal hoch hier. Ey, Leute. Ich muss mir irgendeine Pisse, Ibiza-Haus-Scheiße angucken auf YouTube, weil du Alexa nicht benutzen willst. Hey, mach doch eins live an. Nee. Ja, geht natürlich geht das. Geh auf eins live. Und dann kannst du aktuell die Musik hören, weil es ein Top-Sender ist. Oh, was für ein Zufall. Tschüss. So. Wir filmen heute nämlich das Essensvideo. Und da brauchen wir ein Stativ. So, falls ihr euch fragt, wie so ein Video entsteht, da wo wir beide sitzen. Hier ist eine Kamera. Die Kamera machen wir heute mit einer Spiegelreflex, also eine Systemkamera, eine Spiegelreflexkamera, eine Handykamera. Hier ist das Mikrofon drin. Das zeige ich euch später. Speicherkarte noch dazu geholt und Stativ, Leuchtbox, alles was dazu gehört. Und dann wird von hier aus dann das alles gefilmt. Ja, so sieht das bei uns aus. Also, seid gespannt. So, jetzt gibt es erstmal... Burger Patties, Burger. Dann gibt es vegan Burgerfleisch. Richtig geil. Also kann ich echt nur empfehlen. Ich schau mal. Doch, sehr geil. Wir haben auch veganen Käse. Der kommt heute da drauf. Das kommt zur Seite. Vegan, vegan, nicht vegan und ein paar Soßen. Ja, machen wir das heute mit dem Toaster. Alles klar, bis gleich. Ja, ein paar Soßen drauf. Erstes Patty fertig. Ich habe mich doch entschieden, noch den Cheddar-Käse auf den veganen Käse mit drauf zu machen. Weil ich einfach Bock drauf hatte. Und Ketchup darf nicht fehlen. Und ich habe irgendwie Bock auf diese scharfe Soße. Die kommt auch drauf. So, natürlich auch mal. So. Zack, oben auch ein bisschen. Schadet nicht. Ich habe noch nie. Machen wir es mal anders. Ne? Bis gleich. So, sieht mein Burger aus. Sieht eher aus wie ein Brot mit veganem Fleisch. Ne? Also Leute, erstmal was futtern und dann bis gleich. So, meine Lieben. Ich habe was Neues bekommen. Eigentlich sind die da. Da sind Kopfhörer drin. Ne? Ich wollte erstmal etwas günstigere Kopfhörer ausprobieren, um einfach zu wissen, sind die genauso gut wie teure? Ja, und natürlich für SD-Karten, wenn man die Videos schneidet und abhebt. So, jetzt haben wir 4 Mikrofone, ein 5. Mikrofon dort vorne,
Also jetzt sind wir auf jeden Fall ausgestattet in unserem Studio. Wir probieren die mal die Tage aus und dann sage ich euch Bescheid, wie die so sind. Ja, dann werden wir immer richtig geil. So, jetzt nach dem Essen direkt die Dinger bekommen. Voll geil. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, die rauszuholen. So, wieder angekommen. Schaut euch diese Sauerei an. Scheibe ist dreckig. Das ganze Auto ist dreckig. Ja. Muss wieder sauber sein. Muss sauber sein. Übrigens, das Zeug weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich es falsch verwendet habe. Auf jeden Fall 3 Minuten Einwirkzeit. Das macht diesen ganzen Insektenscheiß weg. Und da weiß ich nicht. Da war ich nicht so überzeugt von. Aber was geil war, war das hier. Dieser Felgenbiest, säurefrei. Kann man machen. Kann man machen. So, nehmen wir erstmal Premium-Schau. So. So sieht die Scheiße jetzt aus. Der Wagen ist eingespült. Und ich würde einfach mal sagen, wir waschen jetzt die Dinger mal ab. Ne? So, wieder zu Hause. Und was habe ich natürlich vergessen? Richtig, den Felgenreiniger und dieses Insekten-Dings-Geblas-Spray. Ey, voll vergessen. Ich habe es da oben stehen lassen. Ne? Ja, war sowieso fast nichts mehr drin, also. Ah? Karma. Karma, ich sag's dir, ehrlich. Oh Mann. Was hat Carmen damit zu tun? Ja, auf jeden Fall vergessen. LOL. LOL. Ja. Und gleich fangen wir an zu drehen. Und übrigens, die Mikrofone, die ich bestellt habe, die sind falsch gewesen. Es waren nicht die, die ich brauche. Es war nicht auch die Qualität. Habe ich reingeguckt. Und ja, zurückgeschickt gerade eben. Und die neuen sind auf dem Weg. Die müssten in ein paar Tagen auch schon da sein. Und Sabrina ein bisschen spazieren gewesen. Kannst du bitte aufhören, meinen Arsch zu filmen? Da frisst gerade meine Hose. Tue ich doch gar nicht. Warum fühlst du dich immer so angesprochen? Ich bin so ein Instagram-Blumenmädchen, Leute. Ja. Das hat Rudi diesmal ganz toll gemacht. Ja. Er hat es das erste Mal geschafft. Kannst du aufhören, mich so halb zu filmen? Wie filmst du? Ich vlogge für meinen Vlog. So, Leute. Sabrina schneidet das Video jetzt. Und wir haben ein paar holländische Süßigkeiten geschnackt. Geschnackt. Oh, die sind richtig geil. Hammergeil. Und das Video gerade abgedreht. Und da gibt es so ein paar Empfehlungen von ihr und mir. Und zwar richtig, richtig gut. Habt ihr gesehen? Alle drei Getränke. Zeigt euch mal. Das schmeckt wie Dr. Pepper. Ich weiß nicht, ob es von Dr. Pepper ist, aber da steht so was wie Dr. Foods. Könnte sein. Wenn ich es nicht falsch ausgesprochen habe, Coca-Cola Zero mit Pfirsichgeschmack. Richtig geil. Und Eistee mit Sprudel, Zitrone. Ich glaube, das gibt es so, aber der Geschmack ist doch ein bisschen anders, wenn ich mich nicht täusche. Ja, war richtig geil. Habe ich schon gesagt, war richtig geil. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, Leute, für mich geht es jetzt nochmal an den Rechner und dann mache ich auch schon Feierabend und dann geht es schon ins Hayabubo-Land. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen in aller Frische, meine Lieben. Nicht vergessen, Glocke drücken, abonnieren, ist kostenlos. Und das nächste Video seht ihr bei Sabrina die Tage. Und sie hat auch einen Vlog hochgeladen, den könnt ihr euch auch angucken. Also, haut hier rein. Ciao.